heute zu Gast bei Familie Neumeier, Bad Vilbeler Prominenz und Pfarrfamilie. Ja, die Adventszeit ist nun vorbei und die Frage an dich, Pia, wie habt ihr denn die Adventszeit verbracht? Wir haben immer hier mit unserem Adventskranz sonntags dann die nächste Kerze angezündet und dann zusammen Kaffee getrunken. Jetzt ist eure weihnachtliche Intuition gefragt. Klaus, Plätzchen oder Stollen? Stollen. Martina, der Weihnachtsbaumkauf, Wochen vorher oder kurz vor knapp? Wochen vorher. Hanna, Weihnachten, Stress oder Besinnung? Besinnung. Pia, die Geschenke bringt Weihnachtsmann oder das Christkind? Christkind. Ja, Hanna, wie sieht denn dann euer Weihnachtsfest so genau aus? Ja, an Weihnachten fahren wir morgens immer nach Bad Homburg zu Freunden und frühstücken gemeinsam. Und genau, damit beginnen wir eigentlich den Heiligen Abend und gehen dann um 18 Uhr meistens in die Kirche und essen dann zusammen Fondue hier, Bescherung und gehen abends noch für uns dann in die Christmette, um irgendwie selber auch nochmal Weihnachten zu feiern und zu erleben. Ja, Klaus, wie ist das denn, an Weihnachten zu arbeiten? Normal. Also heute ist es ja relativ gechillt. Als ich einen Kinderchor noch geleitet habe und dann zwei Familiengottesdienste mit Leitung der Gottesdienste und des Kinderchors, das war schon echt anstrengend. Ja, Martina, wie erlebst du denn als Pfarrersfrau zu Weihnachten? Ist das sehr stressig für dich? Dann bleibt ja eigentlich ziemlich viel an dir hängen, oder? Also früher war das auf jeden Fall so. Aber jetzt ist es halt schon ein bisschen geordneter, wobei wir einen ziemlich festen Ablauf brauchen, damit das auch immer reinpasst in die ganzen Gottesdienste. Aber bleibt da trotzdem noch Zeit für Besinnung? Das ist manchmal schwierig. Am ehesten um 23 Uhr im Gottesdienst. Dann komme ich zur Ruhe und dann komme ich zum eigentlichen Thema des Tages. Wir wünschen euch und Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und einen guten Start ins neue Jahr.